Hi, schön, dass du heute wieder bei einer Folge Henrietta Fit für den Sport dabei bist. Heute werden wir dir die beste Mannschaftssportart der Welt vorstellen. Zugegeben, es ist meine Lieblingssportart. Basketball fordert dir sowohl körperlich als auch geistig einiges ab und fordert und schult gleichzeitig deinen Teamgeist. Damit du beim Basketball richtig brillieren kannst, habe ich dir wieder zwei Übungen mitgebracht, die wir gleich zusammen üben werden und die du dann jederzeit in deinen Bewegungsalltag integrieren kannst. Viel Spaß dabei! Wie du siehst, bin ich heute nicht alleine, sondern Janis ist bei mir. Hi, freut mich da zu sein. Janis wird euch später auch mit in die Halle nehmen. Er ist heute hier, weil ich euch Übungen zeigen möchte, die er am besten gemeinsam mit einem Partner oder einer Partnerin ausführt. Wir fangen an mit einer kleinen Balanceübung. Dabei legt ihr euch jeweils ein Kissen vor die Füße, stellt einen Fuß drauf und haltet den anderen Fuß in der Luft. Nehmt euch gerne einen Ball dazu, einen Basketball oder irgendeinen anderen. Und dann werft ihr euch den Ball gegenseitig zu. Fangt ganz locker an und kommt erstmal in die Übung rein. Wenn ihr dann das Gefühl habt, ihr steht stabil, werft den Ball ruhig ein bisschen mehr nach außen, um euch gegenseitig mehr aus der Balance bringen zu können und euch nach dem Ball strecken zu müssen, um ihn zu fangen. Oder gebt auch mal ein bisschen Druck dahinter. Das ist die Balanceübung. Viel Spaß beim Nachmachen. Als nächstes kommen wir zu einer Kraftübung. Dafür nehmen wir auch wieder ein Kissen dazu, um das Ganze ein bisschen instabiler zu machen. Ihr platziert den vorderen Fuß auf dem Kissen und den hinteren Fuß in einer angenehmen Schrittweite hinter euch. Dann bewegt ihr das hintere Knie nach unten und kommt so in den tiefen Ausfallschritt. Wenn ihr den Ball zur Hand habt, drückt diesen gerne zwischen den Händen zusammen oder drückt einfach die Handflächen aufeinander und baut so Spannung im Oberkörper auf. Dann drückt ihr euch mit dem vorderen Bein nach oben und wechselt das Bein. Wiederholt das Ganze 10-mal pro Bein, macht eine kurze Pause und setzt dann noch einmal gemeinsam neu an. Okay, das ist die Kraftübung. Viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns gleich in der Halle. Ciao. Ciao, Janis. Während Janis sich auf den Weg in die Halle macht, könnt ihr schon mal wieder in Folge 1 vorbeischauen. Da findet ihr einige gute Warm-up-Übungen für den Basketballsport. Janis, pass!